Willkommen auf Klemmbar, deinem Steinchenkanal. Und heute habe ich etwas Neues für euch, beziehungsweise es ist gar nicht so neu. Die 75273 Poe Dameron's X-Wing Starfighter. Oder Starfighter steht nicht im Namen drin, aber es ist ein Starfighter. Ja. X-Wing Starfighter, so kennen wir das Ding doch. In Orange, ja, schauen wir natürlich uns alles mal an. Es ist ein Set aus The Rise of Skywalker, also Episode 9. Und dieses Set konntet ihr käuflich erwerben vom 1. Januar 2020 und war laut Liste im Laden bis 31.12.2021. Also ja, gute 2 Jahre, so wie die meisten Sets eigentlich. Wir haben 761 Teile, 4 Minifiguren, 3 exklusiv, eine, naja. Und wir haben eine UVP von, alle mal festhalten, 100 Euro für einen Starfighter X-Wing, ja. Da gibt es den in Weiß auch für die Hälfte. Und ja, was das Ding jetzt heute kostet, Kaufempfehlung, pipapo. Wie immer gehen wir zum Schluss mal ein. Ja, drauf ein. Gut, den Kollegen schieben wir erstmal noch ein Stück zur Seite. Die Figuren, ja, kommt, die schieben wir mal nach da hinten. So, alle Mann zurück und die eine Dame hoch. Den lassen wir liegen. Gut, was haben wir? Wir haben Sticker natürlich. Das geht bei dem Set. Also für 100 Euro kriegt man nur noch 3 Sticker. Ja. Je teurer ein Set wird, desto mehr Sticker kommen dann wieder dazu. Das ist ja logisch. Ich habe vor ein paar Tagen die 75345 für meinen Bricklink Store ausgepartet. Battlepack, ja. 501. Battlepack. Nicht ein Sticker dabei. Es ist einfach ein Träumchen. Also es funktioniert ja auch. Gut, ich meine, da ist auch nicht wirklich was bedruckt. Aber. Ja, gut. Naja. Wir gucken mal. Wir haben hier eine dicke, fette Anleitung. Die ist natürlich wieder so groß, dass ich meine Arme ganz weit ausstrecken muss. So, wir haben eine Anleitung. Ja, ein bisschen Artwork drauf. Das gefällt uns doch. Das ist ein Relikt aus leider vergangenen Zeiten. Und was haben wir teilemäßig? Also abgesehen von dem offensichtlichen Orange haben wir sehr viel Weiß, was natürlich für den X-Wing sich so gehört. Und wir haben Light Bluish Gray, bisschen Dark Bluish Gray. Und hier und da was Blaues. Ich glaube, das ist alles soweit vertretbar. Ich gucke gerade noch mal hier in die Seite mit der Werbung. Und ja, wenn wir da so drauf gucken, da war schon einiges dabei, was eher nicht so schön war in der Zeit. Aber auch ein paar nette Sachen. Ja, hier unten diese Microfighter Battle Packs. Also ich verstehe das bis heute nicht. 30 Euro oder was das Ding gekostet hat oder 20. Viel zu teuer. Gut, hier nochmal 2 Microfighter, alles ganz nett. Paar Battle Packs, Anakin gegen Obi-Wan, das war so ein Set, das ging überhaupt nicht ran an mich. Ja, hier 75272 habe ich auch schon mal gezeigt. Also da sind ein paar nette dabei. Hier die Obi-Wans Hütte. Ich glaube, das Obi-Wans Hütte habe ich leider nicht. Aber schöne Steine da drin. Ja. Leider, nicht in meinem Store letzten Endes drin. Hätte ich sehr gerne gehabt. Da sind schöne Teile dabei gewesen. Und hier mal so ein Bauabschnitt. So, ich krieg das hier so ein bisschen in die Ecke. Ja, also da haben wir mal 3 Steine, 4 Steine, 5 Steine. Alles okay. Ja, für 100 Euro sollte man ja auch ein bisschen was zu tun haben. Gut, da haben wir die Sticker und die Anleitung haben wir auch schon fertig. Und mit was fangen wir an? Wenn ich euch die Figuren zeige, schaltet ihr ab. Wenn ich euch das Set zeige, schaltet ihr auch ab. Wir fangen mit den Figuren mal an. Weil das Set, das ist ein X-Wing, ja. Das ist vorneweg nicht sonderlich spektakulär, aber es ist ein sehr guter X-Wing, wie ich finde. Ja? Also es ist ein wirklich technisch gutes Set. Gucken wir uns gleich alles an, aber es ist halt ein X-Wing. Habt ihr schon tausendmal gesehen. Das wirklich Relevante an dem Set sind halt die Minifiguren und die machen halt auch den Preis aus. Ja? Also schauen wir mal rein. Wir fangen natürlich mit der unexklusiven Figur an und mal gucken, kriegen wir auch einen Fokus? Das wäre doch schön. Hier haben wir R2-D2, die SW-10-058, 085. Den gab es in 6 verschiedenen Sets. Ist jetzt halt ein R2, ne? Weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. Es ist halt hinten nicht bedruckt, das ist ja klar. Bisschen hier oben Prints und so weiter. Der macht seinen Job gut. Ja, piepst ein bisschen immer. Alles gut, ja. Packen wir zur Seite. Den habt ihr sowieso, kostet ungefähr 2 Euro. Danach kommen wir zu Poe Dameron himself. Und so haben wir den Fokus drin. Ja, oder? Ja, da haben wir doch.
An sich eine schöne Minifigur, hat so einen schönen dual-molded Helm mit dabei. Innen drin so ein bisschen die Transclear-Teile da mit reingedrückt, ja. Und hier das Gesicht, die eine Seite. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja. Hoffentlich. Und hier die Rückseite, da guckt er ein bisschen böse, ja, ein bisschen angry. Aber ansonsten ist das doch eine solide Figur. Ein paar Armprints hätten dem noch gut getan. Aber ansonsten die Beine bedruckt, Gürtellinie bedruckt, Torso bedruckt. Da ist mächtig was los. Und hoch, jetzt schlage ich hier noch die Kamera zusammen. Das wollen wir natürlich nicht. Es ist eine sehr, sehr schöne Figur auf jeden Fall. Schöne Prints halt einfach auch drauf. Der Helm gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir kriegen auch nochmal extra Haare dazu. Die sind hier hinten allerdings ein bisschen sehr glatt geworden, wie ich finde. Ja, also der hat auf jeden Fall die Frisur, die haben sie abgeformt, nachdem der aufgestanden ist. Und dann hier vorne haben wir die Partywelle auf dem Kopf. So, kriegen wir den Fokus. Naja, fokussieren fehlgeschlagen, sagt mir meine Kamera. Wir haben hier oben auf jeden Fall Haare, die so ein bisschen rübergehen. Ja, perfekte Welle, passt doch. Und hier haben wir noch einen kurzen silbernen Blaster. Das müsste, ich weiß nicht, ob es Pearl Silber ist. Pearl Metallic, irgendwie sowas, ja. So ein kurzer Blaster halt. Funktioniert, macht alles irgendwo Sinn. Und die Figur wird, glaube ich, ohne Helm verkauft. Wenn ihr die auf Bricklink kauft oder so, wird die wahrscheinlich ohne Helm sein. Dafür mit dem Haarteil. Ich persönlich habe die Figur immer mit Helm eingelagert, sozusagen. Und die Haare liegen im X-Wing. Also, ja, wie man es im Endeffekt am Ende so lieber haben möchte. Ja, nur dass ihr mal dran denkt, wenn ihr den kauft und den Helm unbedingt wollt, müsst ihr wahrscheinlich extra kaufen. Und, oder ihr kauft es halt gebraucht, ne? Also, ohne Bricklink, ne? Geht auch. Hier der Helm an der Seite kann man noch mal zeigen. Der ist auch echt schön bedruckt. Wir haben, glaube ich, insgesamt zwei Farben oder drei sogar, zwei, drei. Und, ja, schöne Detailarbeit. Ich hoffe, der Fokus ist da ein bisschen. So, ja. Wir haben da ein paar Details an den Seiten, ja. Das ist auf jeden Fall schon schön gemacht, ja. Das ist jetzt nichts von der Stange. Und das passt auch. Also, das ist wirklich ein schöner Helm. Möchte ich einfach mal angemerkt haben. Den kann man bestimmt auch einer anderen Figur aufsetzen. Ja, aber der gehört Poe Dameron und den könnt ihr euch dann so in den Hangar stellen und dann passt das auch. Ich glaube, eine ähnliche Version von der Figur gab es auch in einem. War das der Microfighter? X Millennium Falcon. Irgendwo gab es noch eine Version, da hat er auch hier dieses Dunkelorange. Ja, als Anzugsfarbe. Ich weiß nur gerade nicht aus welchem Set. Aber wie gesagt, die Figur exklusiv, die kostet ungefähr 4 €. Ja, ist okay. Passt. Dann haben wir hier die nächste exklusive Figur und zwar ist das Jenna, wenn man sie so ausspricht. Ich hoffe natürlich. Und das ist eine ziemlich coole Minifigur, wie ich finde. Und zwar ein Bogenschütze oder eine Bogenschützin in dem Fall. Hier, zack, Pfeil und Bogen können wir auch abmachen. Dann kommt auch der Armprint besser zur Geltung. Ja, ich hoffe natürlich, dass der Fokus passt. Ich sehe das hier bei meiner Kamera leider nicht so sehr. Also wenn es unfokussiert ist, ne, dann schreibt es in die Kommentare, dann passe ich es an. Aber ich meine, das ist, ja, wer mal ein Video von mir gesehen hat, wie ich die Videos mache, das ist eine Kamera, da habe ich leider keinen riesen Bildschirm und dann sehe ich das selber nicht, ob da jetzt die Schärfe da ist. Auf jeden Fall hier der Armprint. Ich schweife ab. Die andere Seite ist nicht bedruckt und dann haben wir noch zwei verschiedene Hände verbaut. Das soll wahrscheinlich einfach einen Handschuh darstellen, ja. Also das passt aber, ist eine schöne Figur daher. Die Beine sind leider nicht bedruckt. Ja, das ist einfach hier so ein Standard. Sand Blue müsste das sein. Einfach Beine und Gürtellinie und das war's. Das ist okay, ja, aber ein Print wäre schon schön gewesen bei einem 100-Euro-Set. Das Haarteil weiß ich gar nicht, ob es ein extra Mold ist, aber wirklich ein sehr, sehr schönes Haarteil. Ja, also schwarz, hier vorne dann nochmal zweifach bedruckt. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das kann man auch bestimmt für so ein City-Mock oder so benutzen, wenn man eine Stadt irgendwie baut. Bringt ein bisschen Abwechslung rein. Wir haben auch ein Wendegesicht bei der netten Dame am Start. Hinten ein bisschen angry, vorne ganz lieb. Und hier auf dem Rücken noch so ein Köcher. Ja, das kennt man aus den Indianer-Sets damals oder Ritter-Sets. Da gab es die ja auch zuhauf. Ja, das soweit zu der Bewaffnung. Und das ist übrigens die SW-1088. Und die bringt es auf etwa 13 € gebraucht, ja. Bei mir die Figuren, die sind alle hier, die ich hier vorstelle eigentlich. Die meisten Sets habe ich gekauft, gebaut, weggestellt, ja. Also meine Figuren sind gefühlt neu. Aber ja, natürlich
Sowas könnte man auch nicht mehr als Neuware anbieten. Das ist eine gebrauchte Figur, aber wenn ihr sowas kauft, schaut natürlich drauf, wenn es euch um die Figuren geht, dass die auch noch schön aussehen. Ja, es gibt nämlich Leute, die kaufen Lego, so wie ich, stellen es hin und dann haben sie ihren Spaß damit. Und es gibt natürlich auch Leute, die sind ein bisschen kleiner und meistens auch vom Alter her so, was auf den Verpackungen steht und dann wird damit gespielt. Und dann geht natürlich auch mal eine Figur ein bisschen kaputt, wird in Mitleidenschaft gezogen, ein Arm bricht ab und die Prints gehen kaputt. Also wenn ein Kind damit gespielt hat, sieht es wahrscheinlich anders aus. Da einfach nur wichtig, wenn ihr das Set kauft, schaut euch die Figuren auf jeden Fall an. Gerade jetzt hier Jenna und auch diese Figur, das ist die SW1089. Das ist ein Knight of Ren, in dem Fall Vikral. Vikrill, ja, so irgendwie wird er heißen. Netter Typ, bringt's auf etwa 30 Euro und das ist ordentlich. Also damals habe ich dieses Set auch nur gekauft wegen dem Knight of Ren, weil ich gesagt habe, okay, ich würde gerne möglichst viele von denen haben, weil da gibt's ja verschiedene, so wie so eine Sammelserie. Und da habe ich es tatsächlich geschafft, ich glaube, bis auf zwei, drei Stück alle zu kaufen, irgendwie sowas. Ja, über die Hälfte habe ich damit habe ich sammeln können. Glaube ich. Und ja, das sind einfach irgendwie coole Figuren, ja, so ein bisschen zum Sammeln und alles. Von den Prints her auch einfach wirklich wunderschön. Hat leider kein Gesicht, ja, aber auf dem Rücken bedruckt, vorne bedruckt, alles so in diesem Metallic-Look. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann hat er hier noch einen Blaster, genau denselben wie Poe Dameron, diesen bisschen kürzeren, ja, das passt. Und hier neben hat er noch, so wie die meisten Knights of Ren, noch so eine fantastisch gebaute Klinge am Start. Und es ist einfach ein roter Lichtschwertgriff hier mit so einem Zahn und unten einem 1x1-Stud. Also nichts Besonderes, kann man schön nachbauen, aber macht die Figur natürlich ein ganzes Eck cooler. Und auch der Print gefällt mir unfassbar gut. Der geht von den Beinen hoch über die Gürtellinie auf den Torso. Und so hier diese Linien, ich hoffe, man kann sie fokussieren. Diese Diagonale, die hier läuft, seht ihr das? Ja. Ich versuche mal noch ein bisschen mehr Fokus zu geben. Die geht wirklich schön rüber über alle drei Bauteile sozusagen. Es sieht einfach klasse aus. Ja, da noch ein Umhang oder sowas dazu, das wäre bombastisch. Aber auch so eine wirklich sehr, sehr tolle Minifigur. Und wie gesagt, 30 Euro kostet diese Figur gebraucht etwa. Ja, mobil abweichend. Und ja, von daher die Figuren allein, die wir hier am Start haben. Ich räume die mal alle zur Seite. Wir brauchen jetzt Platz. Die Figuren bringen es auf nach Adam Riese etwa 50 Euro. Etwa. Das Set kriegt ihr gebraucht für ab 60 Euro. Vollständig. Ja, das ist dann so die Sache. Kauft ihr für 50 Euro die Figuren oder kauft ihr für 60 Euro das ganze Set? Ich persönlich würde euch dazu raten, das Set einfach zu kaufen. Wenn ihr natürlich sagt, okay, ich brauche nur den Knight of Ren. Dann kauft euch nur den. Wenn ihr sagt, ihr wollt nur den X-Wing und ihr braucht keine Figuren, dann kauft euch das Set gebraucht oder auch neu im Zweifel und verkauft die Figuren. Ja, und dann habt ihr unterm Strich ja einen Starfighter zu einem guten Kurs wahrscheinlich bekommen und dann passt das auch. Ja. Was haben wir dabei? Wir haben eine Einstiegsleiter dabei. Die fällt natürlich ein bisschen spärlich aus. Es ist hier eigentlich einfach nur so eine Wedgeplate, glaube ich, müsste das sein. Eine Round Slope und ein Brick Modified, Plate Modified und eine Leiter dran. Ja, die geht halt so nach oben und dann stellt man das hier dran. Ob das jetzt so rum gehört oder ob man die so rumfaltet, das weiß ich gerade nicht. Ja, funktioniert beides 1A. Kann man auch super für andere Flugzeuge benutzen. Ja, also das geht nicht nur für dieses Gebilde, aber ja, eine nette Idee. Schön, dass sowas dabei ist. Es ist absolut nervig, wenn man das Set mit diesem Teil hier irgendwo aufstellt, weil jedes Mal, wenn ihr es bewegt, verdreht sich die Leiter oder so, und dann nervt es einfach, ja. Von daher, die tun wir jetzt auch mal zur Seite. Es ist ganz nett, dass die da ist. Das können wir so beibehalten. Gut, was haben wir? Es wird auf jeden Fall ein bisschen spannend, jetzt das Ganze in einem zu zeigen, einfach wegen dem Bildausschnitt. Aber ich gebe mein Bestes. Also, wir haben, wenn ihr drauf guckt, erst einmal hier zwei wunderschöne Düsen sozusagen, die hier angedeutet werden. Und wir haben hier vier, ich glaube, das sind Kanonen auch in dem Fall. Waren das die Kanonen beim X-Wing an den Seiten oder waren das... Nee, das müssten doch Kanonen sein. Das sind Kanonen.
Hier vorne haben wir nochmal auf jeder Seite so einen Stud-Shooter und hier rechts haben wir nochmal Spring-Loaded-Shooter. Die lösen wir gleich natürlich aus. Ihr korrigiert mich ja immer unter den Videos, dass ich doch bitte mal die Kanonen auch abfeuern soll. Und das mache ich natürlich auch. Ja, ich bin ein willenloses Wesen. Ich mache, was ihr von mir verlangt und dann passt das Ganze auch. Und hier die Rückseite sieht auch soweit ganz nett aus. Die Strahlen hier von den Antrieben. Ja, die sind ein bisschen spärlich. Das sind einfach so Trans-Clear-Cones. Ja, es ist okay. Man könnte wahrscheinlich das auch ein bisschen schöner gestalten. Noch so eine, hier so eine Schale reingesteckt. Dann habt ihr da vielleicht noch ein bisschen mehr, was nach hinten rausstrahlt. Wenn ihr wisst, was ich meine, diese Satellitenschüsseln, die kleinen, 2x2 hinten drauf und zack, sieht es schon wieder ein Stück besser aus vielleicht. Nur so als Randidee. Gut, was haben wir hier noch? Also hier unten seht ihr schon eine Stange, die rausguckt. Die hat eine Funktion. Die Funktion ist gut und schlecht, zeige ich gleich. Und wir haben hier vorne noch einen Fuß, den können wir halt ein- und ausklappen. Ja, so wie sich's gehört. Ich finde, das ist schon der erste Punkt an dem Set, der ein bisschen schlecht ist. Wir können den Fuß vorne einklappen. Dann denkt man, oh ja, sportlich, ja, sportliches Gerät. Und dann guckt man hier hinter und dann hängt da hier. Dann ist das Gehänge zu sehen, ja. Also, und so zwei Standfüße. Also, der wird ein bisschen sehr dick nach da hinten. Das ist halt so. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich finde es nicht so gelungen. Aber, ja, das ist okay. So. Hier vorne natürlich auch ein Cockpit. Das ist ganz klar. Da könnt ihr auch noch eine Waffe dran klipsen und hinten dran den Helm oder die Haare verstauen von Poe Dameron dann. Und den setzt ihr dann hier rein und dann fliegt ihr los und rettet die Welt. Hier hinten dran können wir einen Astromech reinsetzen, wahlweise einen R2-D2 oder auch was auch immer ihr halt habt. Wer auch immer gerade fliegt, könnt ihr da hinten reinpacken. Und hier oben, das tennfarbene Bauteil, ist der Mechanismus. Ja, und wenn wir jetzt, oder der Auslöser des Mechanismus, wenn wir den jetzt mal hier nach vorne hebeln. So, dann rastet die X-Wing-Funktion quasi ein. Die Flügel werden aufgestellt und das Ganze rastet auch ein. Also, ihr könnt das dann drücken und alles. Da passiert nichts. Also, es ist wirklich, das ist wirklich super gut gelöst. Das ist so stabil. Also, gefällt mir wirklich extrem gut. Und dann habt ihr halt hier so einen schönen X-Huch, so ein X-Wing im Anflug. Jetzt habe ich mich hier gerade selber abgeschossen. Habt ihr das gesehen? Ich hoffe, man hat es gesehen. Gemeingefährlich. Ich habe mich selber erschossen damit. Zwei Stück am Start. Ich baue sie jetzt nicht nochmal rein. Die sind hier rechts und links verbaut. Vielleicht da links, ja, und rechts entsprechend auch am Ende des Flügels. Ich habe mich gerade abgeschossen. Wir müssen erst nachladen. Von daher kommt da jetzt nichts mehr nach. Und das sieht gerade ein bisschen schief aus meiner Sicht, aber es ist okay. Dann haben wir hier natürlich noch einen Stud-Shooter. So, Moment. So, zack. Ich hoffe, man hat es gesehen. Auf der anderen Seite gibt es den natürlich auch nochmal. Den löse ich jetzt nicht aus. Aber da machen die Stud-Shooter wirklich Sinn. Da macht es auch Spaß. Da sind die gut untergebracht und da passiert auch nichts, dass das Set schlechter wird. Ja? Also ist alles gut. Hier neben ist übrigens einer der Sticker, ja, hier. Und da oben sind auch Sticker drauf, ja, dieses Griffel, was man hier hoffentlich sieht, auf beiden Seiten. Und dann, ja, damit ist das dann gelöst. Und jetzt kommen wir zu dem Mechanismus, den ich angesprochen habe, mit dem Gehänge, was wir unter den Flügeln haben, also hier unten, ja. Das lange Ding hier unten, was jetzt so raussteht, das ist jetzt fest. Das lässt sich nicht mehr rumwackeln. Das ist jetzt hier starr und hart, das liegt daran, weil jetzt der Mechanismus eingerastet ist, ist das hier auch quasi fixiert. Und wenn ihr jetzt in den Landeanflug geht, beispielsweise, ja, dann setzt ihr den X-Wing ab, so, und dann, zack, klappen die Flügel auch wieder ein. Das ist gut und schlecht, ja. Gut, weil man hat eine coole Spielfunktion, ja. Wenn man jetzt hier so aufklappt, ja, so, und dann lässt man den halt irgendwie landen. Dann parkt er. Ist cool, ja. Hat auf jeden Fall was. Was mich nur so ein bisschen daran stört, es wird halt dann unfassbar schwierig, wenn man den ins Regal stellen will, weil der natürlich dann so schief ist. Und dann liegt er hier außen auf den Flügeln auf und wir haben eigentlich keine Möglichkeit, dieses Set schön auszustellen, ja. Also auch wenn wir hier vorne das Bein noch ausklappen,
Wir liegen dann so auf den Flügeln auf und das sieht irgendwie ein bisschen unglücklich aus. Das sieht aus wie so eine Bruchlandung. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, weil hier vorne haben wir genug Platz gehabt, ja. Hier vorne könnte man einfach diese Stange könnte man verlängern. Ja, baut eine andere Technikachse ein. Wir sind kreativ, wir können das bauen. Und dann baut man hier hinten halt vielleicht auch noch mal Füße ein. Ihr seht es ja gar nicht. Fauxpas, fauxpas. Hier hinten hätte man auch noch mal Füße zum Klappen bauen können, einbauen können, dass man das Set auch richtig hinstellen kann, wenn die Flügel aufgefaltet sind. Ja, das ist so eine Sache, das würde ich an eurer Stelle einfach machen. Wenn ihr das ausstellen wollt, baut euch irgendwas, damit das Ding besser steht. Ansonsten drückt es hier überall nur auf die ganzen Steine und Verbindungen und Technikachsen drauf. Dann sind hier Gummibänder, am Ende reißt da noch was. Das will man nicht haben, ja. Deswegen baut euch da was um und dann funktioniert es auch 1A. Aber ich persönlich fand das jetzt halt wirklich sehr ernüchternd. Und hier könnt ihr natürlich auch zurückklappen und dann, ja. Klappen die Flügel ein, ja, das ist wunderbar. Wie gesagt, hier unten der Mechanismus ist eine ganz nette Spielerei, eine ganz nette Idee, aber so wirklich praktisch ist es auch nicht immer. Ja, wir können auch noch mal gerne einen Blick auf die Unterseite werfen, aber da haben wir jetzt auch keine groben Überraschungen. Ja, das ist alles soweit ganz okay hier oben. Die Schnauze ist leider halt etwas offen gebaut. Da hätte man vielleicht noch mal versuchen können, so ein bisschen was zu verkleiden. Ja, hier sieht man halt die ganze Konstruktion. Aber es ist okay. Wenn wir jetzt mal den Preis außen vor lassen. Ja, wenn wir jetzt wieder daran denken, es ist ein 100-Euro-Set. Also UVP 100 € vor 2 Jahren, beziehungsweise 3 Jahren mittlerweile. Dann ist das natürlich schon hart. Ja, also das ist auch. Jetzt kriege ich das nicht mehr raus hier unten. Das ist natürlich ein harter Preis gewesen. 100 €. Keine Sorge, ich habe das Geld dafür nicht bezahlt. Ich hatte das Glück, das Set gebraucht zu schießen. Da gibt es auch ein Vlog zu tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, ob ich da 25, 30, irgendwie sowas. Kleiner Betrag habe ich dafür bezahlt. Es war noch verpackt. Dazu habe ich damals noch irgendein zweites Set oder drittes Set gekauft. Ich habe dafür, ich glaube, 70, 75 € zwei, drei original verpackte Sets gekauft, die zu dem Zeitpunkt auch auf dem Markt noch waren, ja. Also auch das Set hat zu der Zeit 100 € gekostet oder 80 oder 70 und ich habe das für die Hälfte fast gekriegt oder noch weniger. Das war damals ein sehr, sehr guter Deal. Kriegt man heute natürlich nur noch sehr, sehr schwer. Und 100 €, ne? Das muss man sich mal vor Augen halten. Das Ding 100 € und im Vergleich jetzt zu dem 50 € X-Wing, dem weißen, den wir jetzt zuletzt hatten oder auch davor das Modell 94, 93, die sind alle etwa gleich groß. Ja, klar, der eine hat hier Raffinesse beim Bau, der andere dort. Das hier ist ein super Modell, keine Frage, ja. Aber da ist die Frage, ob das 100-Euro-Set sein muss, ja. Vielleicht lieber dann doch eine günstige Version kaufen für 50 € die es damals gab, mit Leia zum Beispiel die Variante, und dann kauft ihr euch ein paar Steine dazu und hübscht das andere Ding noch auf, weil das ist wirklich, 100 € ist schon ein stolzer Preis. Für den X-Wing, wenn ich überlege, für dasselbe Geld, gut, klar, rabattiert, aber für dasselbe Geld bekommen wir den aktuellen AT-TE und da haben wir viel mehr Figuren dabei und da haben wir richtig Party. Und bei dem Teil, ja, es ist halt ein X-Wing, ne? Das ist okay, es ist okay, nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt, aber es ist okay. Wie gesagt, 761 Teile für 100 €, das ist halt schon, das ist schon teuer, ja, also für. Das, ja, weiß ich nicht. Fühle ich mich nicht wohl mit, ja. Für 100 € will ich 1000 Steine haben und nicht 761. Wisst ihr, wie ich das meine? Selbst bei Star Wars Sets. Ich brauche bei 1000 Steinen sind 100 € noch tragbar. Alles, was auseinanderdriftet, mit weniger Teilen und höheren Preisen, da bin ich raus. Also, dann macht's für mich keinen Spaß mehr, sowas zu kaufen und zu bauen. Ja, aber wenn ihr es günstig kauft, klasse Set, ja. Und auch gebraucht kaufen. Wie gesagt, ab 60 € gibt es das. Es wird auch noch original verpackt für einen Hunderter verkauft oder 90 €. Da bin ich schon wieder eher raus, muss ich sagen. Dann kauft es lieber gebraucht oder wenn ihr die Figuren wollt, kauft euch die Figuren einzeln. Vielleicht mal als Angebot irgendwie, keine Ahnung. Aber keins von diesen leichten Sets, bei denen man sagen kann, auf jeden Fall kaufen. Man muss hier echt abwägen und dann ist natürlich der Punkt, das Ding ist orange. Wenn man jetzt die Originaltrilogie mag, und da weiß ich, sind viele von euch dabei,
dann ist die orangene Variante natürlich falsch, ja. Dann braucht man die weiße Variante. Da muss man erstmal tonnenweise Steine nachkaufen, damit das Ding wieder richtig aussieht. Dann ist es wahrscheinlich auch für jeden tauglich, aber so bunt. Es hat seine Daseinsberechtigung irgendwo, aber ich bin auch ein Fan von dem weißen Modell. Ja, das Orange ist nicht so mein Fall. Bautechnisch, wie gesagt, klasse, fantastisch, wunderbar, hochtrabend loben, aber ansonsten schwierig, ja. Und außerdem hat mich das Set eben abgeschossen. Also das gibt natürlich noch mal einen Minuspunkt an der Stelle. Aber ja, das soll es auch mal zu dem Set jetzt gewesen sein. Ich rede schon wieder lang genug, aber ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Informationen zu dem Set auch dalassen. Und vielleicht kanntet ihr das so noch gar nicht. Ja, dann freut es mich, wenn ich euch über dieses Set informieren konnte. Und wenn ihr natürlich das Set vielleicht sogar habt. Dann schreibt mir gerne mal rein, ob ihr was ihr damals bezahlt habt und was der Kaufgrund für euch war. Ja, weil wenn jemand einen X-Wing will, gab es auch andere Sets zu der Zeit. Da gab es den weißen X-Wing für die Hälfte. Waren es die Figuren oder was hat euch dazu bewegt? Bei mir war es ganz klar der Preis damals. Ja, original verpackt 20, 30 € und ab dafür. Aber naja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Schaut auch gerne natürlich, wenn ihr da Interesse habt. Ihr müsst nichts kaufen, ihr könnt auch nur stöbern, mal in meinen Bricklink-Shop vorbei. Und da gibt es auch ein bisschen was zu Star Wars, paar Figürchen und so, ja. Alles ganz nett. Und lasst eine Bewertung und ein Abo da, so wie wir es immer handhaben. Das passt doch dann. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Ja, macht es gut, habt einen schönen Tag. Und ich weiß jetzt nicht, wann das Video kommt. Ja, ob jetzt Ostern gerade ansteht oder vorbei ist. Aber ansonsten schon mal, falls Ostern noch ansteht für euch. Frohes Eier suchen und wenn Ostern vorbei ist, hoffe ich, dass ihr alle eure Eier gefunden habt und dann war's das auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.